Die ersten Spiele mit der Unreal Engine 5 sind da. Und die PC-Hardware-Anforderungen sind heftig. Wie sehen die neuen Spiele aus? Wie ist die Performance auf Konsolen? Und nutzen sie überhaupt alle Möglichkeiten, die die neue Engine bietet? Was ist der Unterschied zwischen der Version 5.0, 1, 2 und der ganz aktuellen 5.3? Und welche Neuerungen bieten sie? Ach ja, guckt das Video am besten in 4K auf einem großen Screen, um die neue Grafik am besten beurteilen zu können. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines, bei denen ihr euch auch Rechner zusammenstellen könnt, die mit jedem aktuellen PC-Spiel fertig werden können. Zusammengebaut in Deutschland mit 30 Tagen Rückgaberecht. Jetzt auf gamemachines.de. Die Unreal Engine 5 ist da. Wer die Matrix-Demo damals gespielt hat, der konnte die Unreal Engine 5 bereits Ende 2021 erleben. Fortnite erhielt das Update auf die Unreal Engine 5.1 etwa ein Jahr später und läuft aktuell mit vielen Verbesserungen auf Version 5.2. Dazu gehört Nanite, was hochdetaillierte 3D-Modelle ohne sichtbaren Pop-in oder Übergangseffekt ermöglicht, die globale Echtzeitbeleuchtung Lumen mit realistischen Schatten und Spiegelungen sowie die speicherplatzsparenden Virtual Shadow Maps für scharfe Echtzeitschatten. Das eine ist aber eben nur eine Tech-Demo und das andere ein recht altes Spiel im Comic-Look, das eben lediglich verbessert wurde. Das erste echte neue Unreal 5 Spiel, das ich in die Finger bekommen habe, ist Immortals of Avium, welches mit der Unreal Engine 5.1 läuft. Warum die 1 hinter dem Punkt eine Rolle spielt und welche das ist, dazu später mehr. Jedenfalls bietet das Spiel wie Fortnite die großen Hauptfeatures Nanite, Lumen und Virtual Shadow Maps. Dazu kommt das Niagara Particle System, welches umfassende Verwendung im Spiel findet und für spektakuläre Effekte sorgt. Nanite kann seine Stärken deutlich besser ausspielen als in Fortnite und sorgt für viele tolle Aussichten mit einem hohen Detailgrad und Bäume, die eben nicht in niedrige Modelle übergehen, wie man es zum Beispiel bei dem ganz neuen The Crew Motorfest leicht beobachten kann. Das sorgt für ein recht stabiles Bild, das aktuell nur ab und zu mit Schattenflackern zu kämpfen hat. Woran man sich erstmal gewöhnen muss, sind die ziemlich heftigen Hardwareanforderungen für PC-Spieler, die leider von vornherein einen großen Batzen Spieler ausschließen. Mein noch ziemlich frischer Schnitt- und Gaming-Rechner mit einem Intel Core i9 13900 Prozessor und Radeon AX 7900 XTX kriegt das natürlich auf die Reihe. Das hier waren auf dem PC übrigens die meistgespielten Spiele, als ich nach einer Weile mal geguckt hatte. Die 2020er Konsolengeneration hat selbstverständlich eine deutlich geringere Leistung, sodass man hier nicht mit den gleichen 4K-Ultra-Ergebnissen rechnen darf. Das Spiel läuft und bietet auch die für einen Shooter sehr sinnvollen 60 Bilder pro Sekunde, aber die Bildauflösung lässt einen an deutlich ältere Konsolengenerationen denken. Auf den Premium-Konsolen ist die Basisauflösung 720p, die mit AMDs FSR 2.1 im Ultra-Performance-Upscaling auf 4K hochgeprügelt wird, was dann natürlich nur noch so mittelmäßig aussieht. Die Series S, die nochmal über deutlich weniger Grafikpower verfügt, kommt auf eine 436p Auflösung und zusätzliche Einschnitte bei Gras, Objektdichte und Effekten. Das Ganze sieht aber abgesehen von der Bildklarheit in vielen Szenen noch ziemlich ansprechend aus, denn die schöne Echtzeitbeleuchtung und viele Details im Spiel gibt's ja trotzdem. Etwas anders macht das ein weiterer Unreal 5 Titel, nämlich der Koop-Shooter Remnant 2, den ich ebenfalls etwas gespielt habe, um hiervon Aufnahmen zu machen. Als Hauptfeature wird wieder Nanite für viele Details genutzt. Dazu kommen scharfe Schatten mit Virtual Shadow Maps. Lumen wird hier aber nicht genutzt. Die Beleuchtung ist hier also bereits gebacken, wie man es so schön nennt, und bei Spiegelungen setzt man auf die klassische Screen Space Reflection, die eben nur das reflektieren kann, was im Bild gerade zu sehen ist und deshalb nicht immer so schön aussieht. Auf dem PC war ich von vielen Gebieten sehr beeindruckt von der Detailfülle. Davon profitiert nicht jedes Gebiet im Spiel, aber die, die es tun, sehen teilweise schon wirklich toll aus und sind sowohl aus der Nähe wie auch aus der Ferne eine Augenweide. Cool ist auch, dass es viele zerstörbare Objekte gibt, was ich wiederum bei Immortals of Avium vermisst habe. Auch auf Konsolen sieht das Spiel gut aus. Man hat auf der PS5 und Series X die Auswahl zwischen 3 Grafikmodi, wobei man auf Wunsch auch mit 30 FPS spielen kann. Die Modi unterscheiden sich primär durch unterschiedliche Effektqualität und bieten alle eine recht scharfe Optik, die auf 1440p von einer niedrigeren dynamischen Auflösung hochgerechnet werden.
Digital Foundry vermutet hier die Nutzung von Unreals eigenem Super Resolution Upscaler, da die Optik sichtbar besser ist als mit FSR 2 am PC. Die Series S bietet leider nur einen 30 FPS Modus und zielt auf 1080p. Für beide Spiele gilt, dass es viele Dinge gibt, die toll aussehen, wie Echtzeit-Zwischensequenzen, deren Qualität man sonst nur aus vorgerenderten Videos kennt, aber auch Dinge, die nicht so toll sind. Schlechte Glanzeigenschaften von Haaren können die Immersion brechen. Oder wenn Pflanzenmodelle benutzt werden, die nicht so recht passen wollen. Oder Leute, die mit ihren toten Augen in die Leere starren. Oder wenn Darstellungsfehler auftreten. Oder wenn trotz Nanite Pop-In-Fehler passieren. Oder wenn Gesichter menschlicher Charaktere einfach nicht auf dem gleichen Niveau wie die Umgebungsgrafik sind. Man darf jedoch nicht vergessen, dass beide Spiele eher von kleineren Entwicklern kommen, die weder die Mitarbeiter noch das Budget wie zum Beispiel ein Rockstar haben. Remnant 2 kostet für den PC auch nur 50€ und Immortals of Avium 60, was manche für das Singleplayer-Spiel schon als etwas zu hoch ansehen, aber definitiv weniger ist als die 80, die für ein Jedi Survivor oder das Final Fantasy VII Remake aufgerufen werden. Rockstars Red Dead Redemption 2, was man inzwischen immer mal wieder für nur 20€ kaufen kann, sieht immer noch spitze aus. Eine Grafikengine ist eben nur ein Puzzleteil. Ein Toolset, das viele Möglichkeiten bietet, aber kein Spiel direkt zu einem perfekten Erlebnis macht. Unrecord. Wir müssen einmal kurz über dieses angekündigte Spiel sprechen, weil Leute deswegen regelmäßig ausflippen. Ja, das Spiel ist echt und es läuft mit der Unreal Engine 5, aber die Gründe, warum es so real wirkt, sind nicht nur Nanite und Lumen. Die detaillierten Objekte und Fototexturen sowie die Lumenbeleuchtung, die einen bedeckten Himmel simuliert, funktionieren gut, aber in diesem speziellen Fall gibt es noch mehr Aspekte, die unser Hirn austricksen. Da ist zum einen das fehlende Color Grading, das wir sonst aus Videospielen kennen, und die wackelige, verzerrte Kamera mit Scharfzeichnungsfilter. Alles erinnert eben eher an ein selbst aufgenommenes Video als an Gameplay. Die eher niedrige Auflösung und das im Video genutzte Free-Aim-System tragen auch dazu bei. Es kann gut sein, dass nicht jeder Magen die Steuerung so gut vertragen wird. Aber warten wir mal ab. Unrecord wird sicherlich nicht das letzte Spiel sein, das auf einen fotorealistischen Look mit der Unreal Engine 5 setzt. Where the fuck is Oscar? Unreal Engine 5 für alle? Ja, die Anforderungen sind hoch, aber die Engine wird weiter optimiert und soll ja auch auf vielen Plattformen zum Einsatz kommen. Dazu gehört auch die Xbox Series S, die ja immer dabei sein muss, wenn etwas für die Series X erscheint. Zusätzlich gibt es Gerüchte, dass die Matrix-Demo hinter verschlossenen Türen auch auf der kommenden Switch 2 gelaufen sein soll. Letztlich wäre das keine große Überraschung, denn natürlich muss die neue Switch auch Unreal Engine 5 Spiele zum Laufen bringen. Viele große Studios planen Spiele mit diesem Grundgerüst. Es wäre ein großer Verlust, wenn die Spiele nicht auf der neuen Konsole gehen würden. Die Unreal Engine 4 ging ja auch. Zuletzt erschien gerade noch Mortal Kombat 1 auf der Switch. Und es ist gut möglich, dass die Engine-Version, die hier auf der neuen Switch-Hardware lief, schon deutlich besser optimiert wurde als die ursprüngliche Version aus dem Jahr 2021. Dieses erste Unreal-Erlebnis lief nur mit Ach und Krach auf der Series S. Nun schafft das Gerät es aber immerhin, auch Spiele wie Immortals of Avium oder Remnant 2 zum Laufen zu bekommen. Einer neuen Switch wäre das auch zuzutrauen. Insbesondere, wenn sie auf Nvidia-Hardware mit modernen DLSS-Upscaling-Methoden setzt. Dennoch darf die Hardware nicht zu stark sein, weil sie für den mobilen Betrieb nicht zu viel Strom schlucken darf. Die Engine und Spiele müssen also entsprechend optimiert werden. Von dieser Optimierung, die für eine vergleichsweise leistungsschwache Konsole nötig ist, profitiert sicherlich auch die Series S und am Ende aber auch PC-Spieler, die dadurch nicht immer ganz so krasse Anforderungen sehen werden. Auch für die anderen großen Konsolen sorgt weitere Optimierung hoffentlich dafür, dass die Auflösung und/oder Bildraten wieder etwas höher gehen können. Unreal Engine Versionen. Als die allererste Unreal Engine Version präsentiert wurde, haben schon viele gestaunt. So ein Detailgrad soll in Echtzeit darstellbar sein? Inzwischen wissen wir, dass Nanite funktioniert. Das gab's in der Version 5.0 mit statischen Objekten wie Felsen.
Ein sehr wichtiges Update war diesbezüglich aber die Version 5.1, denn ab hier war es möglich, Nanite auch für Bäume und Pflanzen zu aktivieren, die ja von Natur aus sehr detailliert sind und bei Spielen in der Ferne oft durch sehr simple Modelle ersetzt werden. Zusätzlich wurde hier die Interaktion von Licht mit Pflanzen, Wasser und Glas optimiert, was für eine noch glaubwürdigere Beleuchtung in Lumen sorgte. Vor nur etwa 4 Monaten folgte die Version 5.2, welche es nun mit dem Substrate-Materialsystem ermöglicht, glaubwürdige Materialien aus mehreren Schichten darzustellen. Ein Hauptfeature ist aber die Möglichkeit, ganze Landschaften prozedural zu generieren. Was wir schon in der Matrix-Demo mit einer Stadt gesehen haben, geht nun auch mit organischen, komplexen Landschaften samt detaillierten Nanite-Modellen. Das Ganze kann auch mit handgemachten Umgebungen und eigenen Puzzleteilen kombiniert werden. Zusätzlich wurde das Meta-Human-System nun besser in die Engine integriert. Physiksysteme wurden ebenfalls erweitert, die ein besseres Zusammenspiel von Charakteren und Objekten ermöglichen. Erst seit wenigen Wochen ist die Version 5.3 verfügbar, die wieder neue Features bringt. Als sehr wichtig gilt hier Nanite für Landschaften. Vorher funktionierte es nur mit Objekten, nun aber zum Beispiel auch mit einer hügeligen Landschaft, die man direkt in der Engine erzeugen kann. Dazu kommt ein altes Unreal-Feature namens Tessellation zurück, das aus Texturen mit tiefen Informationen echte 3D-Oberflächen machen kann. Nun auch zusammen mit Nanite, was für hochdetaillierte Bodenstrukturen sorgen wird. Auch ziemlich spannend ist die dreidimensionale Darstellung von Rauch und Feuer, wofür bisher meist nur 2D-Texturen genutzt werden, die sich zum Spieler drehen. Dreidimensionaler Rauch kann auch mit Objekten interagieren, ähnlich wie wir es zuletzt beim neuen Counter-Strike 2 gesehen haben. In 5.3 gibt es jetzt außerdem eine Menge Tools, um Charaktere direkt in der Engine ein Skelett zu verpassen und sie zu animieren. Etwas, was vorher nur mit externer Software möglich war. Auch Stoff- und Kleidungssimulation wurde in diesem Zusammenhang verbessert. Allgemein wurden auch die Modellierungstools für 3D-Artists deutlich erweitert, sodass noch mehr Arbeit direkt in der Engine erledigt werden kann. Wie ihr seht, tut sich hier noch einiges und die Entwickler bei Epic sind ganz sicher noch nicht fertig. Es gibt selbstverständlich noch viele andere tolle Game Engines, aber die Unreal Engine spielt eine große Rolle und wird nach dem kürzlichen Unity Pricing Debakel in Zukunft vermutlich noch eine größere Rolle spielen. Wie ist eure Meinung zu der Engine und dem Stand der Entwicklung? Schreibt sie doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier einfach den Kanal und guck dir doch noch eins der jetzt angezeigten Videos an. Vielen Dank und bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!